Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Prison Architect. Und wir fangen genau da an, wo wir aufgehört haben. Es kommen 8 neue Gefangene an und damit haben wir 16 Insassen. 14 werden erwartet und dann ist aber auch Schluss erstmal. Dann haben wir 30 Leute drin. Ich hoffe also, dass ich heute hier oben diesen Teil fertigstellen kann und dann vielleicht sogar schon die nächste Erweiterung. Und jetzt müssen wir erstmal hier an den Subventionen arbeiten. Da haben wir also hier das Besuchsrecht. Baue ein Besucherzimmer. Das ist immer noch nicht angehakt. Warum eigentlich? Ach, weil hier die Bänke noch fehlen. Genau, die sind also gleich da. Und als nächstes sollen wir noch einen Gemeinschaftsraum bauen und da ein bisschen Zeug reinstellen. Das können wir natürlich alles machen. Geschwindigkeit ist ganz in Ordnung. Dann lassen wir es dabei. Also ein Gemeinschaftsraum, das ist der hier. Der soll hier sein. Und was soll da rein? Ein Billardtisch. Schauen wir mal, was wir da haben. So, wieder ein bisschen größer machen, aber da war er schon. Bauen wir den so mitten rein? Machen wir es vielleicht so. Und was soll da außerdem noch rein? Jetzt muss ich es nochmal durchlesen. Ja, einfach zu viel drin. Also, wir brauchen 2 Fernseher, 5 Telefonzellen. Okay. Können wir machen. Eigentlich, wenn ich es mir recht überlege, dann sollte auch das hier vorne so eine Art Gruppenraum werden. Der muss ja eigentlich gar nicht abgeschlossen sein. Also kann ich das gleich mal machen. Wo ist denn der? Hier. Sehr schön. Dann machen wir das hier zu einem Gruppenraum. Und dann installieren wir hier die Telefonzellen. Ist ja auch gut, ja. Dann stehen hier beim Telefonieren nicht da drin. Die 2, 3, 4, 5 können wir hier so hintereinander machen, dann stören die hier nicht beim Fernsehen. Gibt ja nichts Ätzenderes, als wenn man beim Fernsehen irgendwie jemanden hat, der die ganze Zeit telefoniert. Also dann packen wir ein Sofa hin. Ich könnte natürlich auch ein breites Sofa nehmen. 2 Stück, 2 Fernseher. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Wo sind die Fernseher? Hier. Okay, machen wir andersrum. Mal hier einen und hier einen. Das muss hier überhaupt nicht so wie schön gemacht sein. Hauptsache ist alles da. Ich habe inzwischen noch rausgefunden, was hier unten mit diesem Zeug hier los war. Das ist gar kein Bug, sondern das sind einfach die Zutaten, die in der Kühltruhe liegen. Die ist halt offen. Ich würde ja den Deckel zumachen, aber ja, wenn ihr meint, Energie ist da, dann bitte sehr. So, die kochen hier fleißig. Gibt offensichtlich bald was zu essen. Und das muss auch sein. Man sieht hier schon wieder, dass ein paar Leute hungrig sind. Und was haben wir jetzt hier? Benötigt Eingang. Ach so, okay, die haben das hier wieder zugebaut. Naja, okay, dann machen wir das so. Wir müssen sowieso diese Wände hier demolieren. Gebäude reinigen, Quatsch, abreißen. Hier. Das hier muss ja weg. Und auch hier auf der anderen Seite, da muss das hier weg. Die Zelle hier, die ist immer noch nicht angeschlossen. Wieso das denn? Guck mal kurz bei Versorgung nach. Ja, da fehlt aus irgendwelchen Gründen ein Röhrchen. Legen wir das mal hier hin. Und dann so darüber. Und dann müsste es eigentlich gehen. Ah, jetzt wird es hier auch oben schön ausgelegt mit Estrich oder was auch immer. Und was ist denn das hier? Hier steht noch Zeug rum, was hier nicht hingehört. Also das hier muss weg und auch das hier muss weg. Und den Rest, den bauen wir dann aus Ziegeln. Machen wir das so, den nicht, sondern den und den nicht. Und dann machen wir das hier so, 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 so. So, vielleicht. Wieso sind das hier noch nicht gebaut? Das geht so natürlich nicht mit so einer Lücke. Oh, machen wir es so. Das sieht ganz gut aus. Und dann können wir auch hier. Ah, okay, das muss natürlich hier offen sein. Und dann so. Ach so, und wenn wir schon dabei sind, dann bauen wir hier gleich diese Wände auch noch. So, 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 und dann machen wir hier wieder auf.
Ja, ich glaube, das macht einen ganz guten Eindruck. Wie wir sehen, haben wir auch gerade die Subvention hier erfüllt, wieder Geld bekommen. Personal erschöpft, Angestellter erschöpft, zwei, baue einen Personalraum, damit sie sich ausruhen können. Auch ihr kleiner Bug ist ein bisschen zu lang, aber kein Problem, kann ich mitleben. Personalraum hatte ich für hier unten geplant. Muss dabei gar nicht so groß sein. Vielleicht, eigentlich fand ich es ganz nett, hier so zwei Personaltüren zu haben und der Rest dann normale Türen. Aber wenn das hier so ein großer Raum ist, oder wir machen es so. Was ist denn das? Wieso können wir denn das? Ach so, abreißen. Ja, klar, müssen wir so machen. So, dann machen wir hier noch ein Mäuerchen hin. Und da noch. Und dann können wir den Raum hier zugänglich machen. Ich glaube, das macht Sinn. Aber unsere Arbeiter, die haben wahrscheinlich gerade schön zu tun. Mal gucken, wo hier die Aufgaben sind. War das hier? Ja, es ist eine sehr lange Liste, aber alles ist in Bearbeitung. Und das ist auch gut so. Manchmal kommt es halt vor, dass Sachen dann irgendwie einfach nicht abgearbeitet werden können, warum auch immer, dann steht es da, aber so sieht es alles gut aus. Ja, man sieht hier, der hier ist müde. Hier so einen kleinen grünen Streifen unten dran. Bewegt sich auch ganz langsam. Ach Mensch, der Arme. Der Angestellte braucht eine Pause im Aufenthaltsraum. Wo geht er denn jetzt hin? So, der hat hier nur aufgeschlossen. Mensch, und ich dachte, der kann sich endlich ausruhen. Wo sind denn alle? Ach, hier beim Essen. Okay. Und einer ist noch hungrig und eine Mahlzeit ist noch da. Naja, den werden wir auch noch satt kriegen. So, aber das hier sieht irgendwie gar nicht gut aus. Vielleicht müssen wir das Fundament nochmal neu legen. Es steht Fundamentsbau im Gang. Also wahrscheinlich haben sie es einfach nur vergessen oder ich habe zu viele Sachen gebaut. Planieren. So, kleine Unterbrechung, aber weiter geht's. Ich denke, ich warte einfach mal mit den Aufgaben hier, bis das alles erledigt ist. Also ich meine, was macht der hier gerade? Der lädt halt hier. Achso, das ist ja der Koch. Was macht der? Lagert hier den Müll ab. Was macht ihr? Auch Müll. Müll. Bewegt hier eine kleine Müll, Müll, Müll. Ja, also irgendwie ist diese Aufgabe hier oben untergegangen, wie mir scheint. Also das scheint ja irgendwie keiner. Der entkommt. Der haut jetzt ab. Weil hier offen ist. Okay, planieren können wir nicht. Fundament bauen können wir nicht. Können wir Betonmauer bauen? Ja, das geht. Okay. Bin ja gespannt, was da passiert. Was ruft er denn? Freiheit. Brüderlichkeit. Nein, er ruft schlafen. Naja, geh halt schlafen. Aber wenn die jetzt dazu bauen, der kommt doch nirgendwo wieder rein. Ja. Jetzt kommt er und mauert es zu. Nee, der holt nur den Müll ab. Okay, jetzt zubauen. Los. Und hier die Mauer einbauen. Da kommt einer. Der hat offenbar ein bisschen was dabei. Es sind wieder zwei draußen.
Gott sei Dank haben wir einen Zaun außen drum. Jetzt müssen wir warten bis zur Schließzeit oder so. Aber wie spät ist? 8 Uhr abends. Okay, jetzt ist Schließzeit, jetzt sind wieder alle drin. Jetzt müssen wir da sehen, dass wir hier die letzte Betonmauer bauen. Und hier fehlt irgendwie ein Fundament, habe ich das Gefühl. Das hier immer noch sehr, sehr merkwürdig. Aber los geht's. Okay, es hat funktioniert. Jetzt hier. Benötigt Eingang. Was ist denn das für ein Quatsch? Ah, jetzt erledigt. Okay, sehr schön. Dann machen wir mal. Was denn hier? Hier fehlt auch noch. Das ist ja alles hier. Weil wir weil wir vorhin hier die Mauer abgerissen haben. Deswegen fehlt hier das Fundament. Naja, okay. Aber hier fehlt noch ein bisschen Wand. Mal dahin. Und den Rest, denke ich, den können wir schon einrichten. Bett. Oh, das machen wir hier drüben genauso. Da fehlt ein bisschen Strom, wie ich gerade sehe. Gucken wir mal bei der Versorgung nach. Ein bisschen Kabel haben wir noch auf Lager. Was ist hier das Problem? Ach so, wahrscheinlich, weil hier vorhin auch wieder so ein Kreuz war. Oder so, können wir das? Nee, können wir nicht. Können wir aber so abreißen. Und sind die dann schon verbunden? Das hier kann jedenfalls weg. Und hat er hier eine Stromversorgung? Werden wir gleich sehen. Ziehen wir einfach hier runter. Vielleicht nicht ganz so weit. Und das müsste es eigentlich gewesen sein. Die kleinen Rohre, die können wir hier lang legen. Hier legen wir kleine Rohre lang. Und hier oben. Und dann verbinden wir die vielleicht so. Nee, so nicht. So. Und das hier kann dann. Ach so. Ja, okay, ich glaube, das macht Sinn. Schauen wir einfach mal, was die Jungs draus machen. Und nebenbei ist das hier unten fertiggestellt. Okay, sehr schön. Dann können wir da einen kleinen Personalraum bauen. Der sieht so aus. Ich denke, dass das hier reicht. Da brauchen wir ein breites Sofa und einen Getränkeautomat. Breites Sofa haben wir hier. Ein Getränkeautomat. Haben wir da und vielleicht noch eine Tür, um ein bisschen zuzumachen. So, das ist sogar schon unsere Buchhalterin, was mich wieder zum Thema Forschung bringt. Können wir gleich mal gucken, den Psychologen haben wir schon erforscht. Ausbildung ist mir ein bisschen zu teuer. Gucken wir nach. Ach, das ist auch alles so teuer, aber Reinigung ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Irgendjemand muss hier mal sauber machen. Ah, und Patrouillen wäre eigentlich eine ganz schöne Sache. Ja, ich denke, das ist ganz okay. Selbst die Arbeiter ruhen sich aus. Naja. Ja, man sieht hier überall schon den ganzen Dreck rumliegen. Schmutz, Haare, Fußabdrücke, Schlamm. Gar nicht schön, gar nicht schön. Wir haben noch 2 Stunden, bis die nächsten Insassen eintreffen. Und es fehlen hier oben noch einige Sachen. Da müssen wir ein bisschen ranklotzen. Also wir brauchen noch Toiletten. Hier, hier und hier. Hier, hier, hier und hier. Und natürlich auch hier, 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 hier. Guck mal kurz nochmal bei der Versorgung nach, ob ich die Rohre wirklich da oben lang gelegt habe, ja. Und wir brauchen da oben auch Betten. So. Ansonsten wird unsere Übergangszelle ganz schön
ganz schön überfüllt. Aber da müssen die dann auch mit klarkommen. Okay, können wir das schon als Zellen markieren? So. Oh, ich habe die hier ganz vergessen. Okay, müssen wir auch noch mit Wasser versorgen. So. Vielleicht zweigen wir das einfach hier ab. Und bauen dann Toiletten hin. Wo sind die? Hier. So an die Wand. Und Betten. Was kosten die eigentlich? Egal. Geld ist genug da. Habe ich die wirklich immer oben angestellt? Hier stehen die Betten unten. Naja. Ach, was soll's. Passt schon. So, dann leg mal los. Hoffentlich wird alles rechtzeitig fertig. Vermute nicht. Sobald die alles eingebaut haben, denke ich, kann man da eine Tür hin. Ist jetzt noch nicht angeschlossen, okay. Ah. Ja, das muss gemacht werden. Wir brauchen unbedingt die Versorgung drin. Ach, ich habe die falsch. Ja. Ah, und ich glaube, hier hört der Wasserfluss auf. Okay, das muss dann noch gemacht werden. Nein, 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 das ist gar keine gute Idee. So. In der Hoffnung, dass das ausreicht. Die Gefangenen sind schon da. Ich habe gar nicht nachgeguckt. Mal schauen. Hier ist immerhin der zweite Truck. Mark Palmer, 9 Jahre, mehrfache Verbrechen. Darunter auch Geldwäsche. Und Tim Porter, 19 Jahre. Aber hier steht 9 Jahre. Naja, wie auch immer. Andrew, was hat er gemacht? 2 Jahre für Geldfälschung. Und er hat 12 Jahre für mehrere Verbrechen. Sachbeschädigung, Meinheit, Sachbeschädigung. Na, hoffentlich macht er hier nichts kaputt. Und die restlichen, die schon da sind, naja, die machen sich jetzt hier in der Übergangszelle bequem. Duschraum sieht eigentlich ganz gut aus. Wichtig ist, dass hier das Wasser nicht rausläuft. Das scheint zu funktionieren. Und wie sieht es hier mit den dicken Rohren aus? Die müssen noch gebaut werden, okay. Hier kommen auch ein paar Arbeiter, die tragen eine ganze Menge Zeug rum. Die haben aber einen langen Weg. Ah, es ist alles Personaltüren hier lang. Ja, da brauchen die nicht auf den Wärter warten. Ja, ist in Ordnung, glaube ich. Sollen die mal so machen. Wichtig wäre aber eigentlich, dass die Rohre liegen. Was ist hier? Blockiert. Ah, ja, okay, dann brauchen wir eine Personaltür und zwar hier im Zaun. Bauen wir die hier ein. So, und am besten auch hier. Dann geht es ein bisschen schneller. Und die komische Lampe, die könnt ihr eigentlich mal weg, glaube ich. Ja, jetzt habe ich die Tür weggemacht. So, machen wir das weg und klicken hier mal die Lampe an und sagen demontieren. So, jetzt geht's hier los mit dem dicken Rohr. Ja, aber doch erstaunlich, wie viel Zeit hier verloren geht. Also schon wieder ganz schön viel Zeit vergangen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt gehen hier einmal außen rum mit dieser kleinen Leitung. Jetzt haben sie die fertiggelegt. Können wir mal bei der Versorgung gucken. Hier die kleine. Nicht Schalter. Hier. Das Rohr fehlt noch. Na, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Leider reicht, ja, habe ich die Toiletten einfach an die falsche Stelle gebaut.
Wie machen wir es am besten? Ach, jemine. Na, gar. Dann machen wir es so: Wir reißen die Rohre ab und verlegen die dann hier neu. Und wir machen hier eine kleine Verbindung und hoffen, dass dann das Wasser von hier unten ausreicht, um auch die Toilette hier auf dieser Seite zu versorgen. Müsste nicht angezeigt werden, dass wir kleine Rohre auf Lager haben? Egal, 2 Euro können wir uns leisten. Zur Not wird es halt neu gekauft. Wieso kommt ihr hier nicht ran? Zu gefährlich? Stand da zu gefährlich? Wunderbar, hat funktioniert. Ich denke, dann sind diese Zellen soweit fertig. Sie brauchen nur noch eine Tür. Machen wir das hier, 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 hier. Und ich denke, bei denen sieht das genauso aus. Und hier drüben auch. Ha, dieses ist sicherlich da fehl am Platz. Mit denen hier scheint auch alles im grünen Bereich zu sein. Brauchen nur Türen einsetzen. Und dann haben wir den Subventionsabschluss. Was könnte das gewesen sein? Die Zellen auf 15 erweitern. Ich denke, das ist es gewesen. Oh, hier ist jemand gestorben. Drogenüberdosis. Möglicherweise. Ist natürlich nicht so schön. Er ist verletzt. Was haben wir noch? Erwartete Einzelhaft 4. Ah, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Wir brauchen natürlich noch Einzelhaftzellen. Wollen wir die hier hinbauen? Und dann so als abschreckendes Beispiel, weil immer alle auf dem Weg zur Kantine an der Einzelhaft vorbei müssen und dann sagen sie, ja, ich glaube. Wie fies, aber doch, ich glaube, das ist eine wundervolle Idee. Wir bauen also eine Ziegelmauer hier hin und hier hin. Oh, das ist wirklich klein. Das mal. Wollen wir es so machen? Aber dann können sie. Ja, doch. Ja, so machen wir das. 1, 2, 3 haben wir dann. Abreißen tun wir das hier, hier und hier. Und Metallboden. Richtig fies. Und als Einrichtung gibt es immer einen Stuhl. Man darf sich dann hinsetzen. Und schwere Gefängnistür. Damit warte ich noch. Lassen wir mal die Zeit ein bisschen laufen, damit die hier die Sache erledigen können. Aha. Ja, was ist das hier? Wird erledigt, okay. Okay. Und Räume, Isolationszelle. Genau, wunderbar. Jetzt können Sie die Leute da einsperren und wenn die anderen immer essen gehen, dann gehen die hier lang und dann klopfen die hier immer an das Gitter und sagen oder so. Ja. Was ist hier los? Warum geht die nicht zu? Weil der Arbeiter da was macht? Grill wegräumt? Nein, nicht entlassen. Ich will ihm aber auch eigentlich gar nicht folgen. Ja, der muss einfach nur das Grill wegräumen und dann kommen die hier alle so rein. Und wieso hat der jetzt schon eine normale Gefahrenstufe? Sollten die nicht in der niedrigen Gefahrenstufe sein? Ich glaube, dann sollte ich hier schon anfangen, einen eigenen Block zu bauen für eine normale Gefahrenstufe. Ich weiß es nicht genau. Wenn überhaupt, dann mache ich das in der nächsten Folge. Ich sage für heute Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.